So, alles klar. Hier sind wir stehen geblieben. Auf dem Berg. Auf dem Berg. Wir müssen... Wohin müssen wir? Genau, wir machen noch das Fragezeichen mit. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh doch. Alter. Ich weiß nicht, ob ich da runter sollte. Lieber nicht. Lieber nicht, Freunde. Ach du Heiliger. Da gammelt einfach ein Zyklop mitten auf dem Weg. Aber na gut. Kann man ja mal machen. Wo haben wir denn, ja, ich warte bis zum nächsten Tag, dann ist es auch ein bisschen heller. Jawohl, Alkohol aufgefüllt. Ist klar. Dann müssen wir unsere Dinger wieder nehmen. Oh, die zu suchen ist immer so eine Qual. Irgendein roter war's. Ach da, genau. Ich hatte zwar noch einen drin, aber ich habe keine Ahnung mehr, welcher das war. Ich glaube, es war der kritische Treffer. Aua. Okay, kommt her. Zeit zu sterben. Auch der ist schon tot. Ja, okay. Ja, okay. Alle sind tot, alle sind tot. Okay. Jetzt können wir weiter. Ich muss schnell einstellen, weil ich habe meine... Wow, nicht laden. Ich habe meine Maus umgestellt. Wegen Battlefield. Und die ist definitiv ein bisschen zu schnell. Ist zu langsam. Ja, besser. Weil ich habe nicht die DPI hochgeschraubt von der Maus. Ich hasse Harpien. Ich weiß nicht, was ich mache. Okay, Nest. Geralt. Zerstört das Nest. Gut, guter Junge.
Oh. Das ist mir auch noch nie passiert in über 100 Folgen. Aber naja. Immer was Neues, dann bleibt das Gameplay ganz schön spannend. Wow. Wunderschön. Skellige. So, jetzt könnten wir uns weghauen. Ich weiß, wir könnten jetzt mit Schiff fahren, jedes Fragezeichen abklappern. Aber ich habe echt keinen Bock. Ich habe da keinen Bock jetzt drauf. Ich will meine... Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hingeklickt habe. Das ist der Nachteil an dem Mod. An dem Mode. Weil ist ja nicht standardmäßig, dass man hier teleportieren kann ohne... ein... zu so einem Schnellreise... Posten. Schnauze. Ja, du bist auch eine verfallene Taverne. Da oben muss ich hin. Schatzsuche an Fort Ethnia. Hafen zu Kertrolde. Könnten natürlich auch in der Blandare reisen und dann könnten wir das hier noch mitnehmen. Und hier gibt es bestimmt auch noch ein paar. Machen wir so. Euch geht's hier gut, was? Ich ja. Hab gehört, dass es in den Hügeln Silber gibt. Ja, gibt es. Aber da kommt man nicht so einfach ran. Warum nicht? Ist es zu tief im Felsen? Ja, deine Mutter ist gestolpert und alles verschüttet worden. Das ist passiert. Na gut. So viel zum Fragezeichen mitnehmen, oder? Oh, ist auf dem Weg. Das ist auf dem Weg. Gibt es hier einen Wegpunkt? Nee, eigentlich nicht, oder? Oder was ist? Was darf ich dir abschneiden, Junge? Lände, mächtiger Krieger. Lieber gar nichts. Mir scheint, das Fleisch hat Würmer. Würmer? Dein Hirn hat Würmer. Sonst gibt's hier keine Würmer. Kau doch Gras, wenn du mein Fleisch nicht magst. Die Metzgerei war früher schon richtig bizarr. Ja. Einfaches Fleisch auf so einen Holzstamm legen und zerhacken. Ich weiß nicht, ob das hygienisch ist. Weiß ich nicht. Ich bin kein Metzger, kein Schlachter, kein Fleischer. Müsste ich meinen Freund fragen, aber... Hier gibt's eine Höhle. Ist nur die Frage, wo ist der Höhleneingang? Gefunden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und das soll dein Schatz... Hoffnung, ja. Bewachen. Ein paar kleine Geisterchen. So, haben wir ein bisschen Licht gemacht. Naja. Bin ja kein Feuerteufel. Wir zerstören hier nichts. Alter, die Zyklopen. Die muss man echt mal loben. Wenn man sie weghaut. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Harte Zeiten. Das war kein fairer Kampf. Hatte keine Chance. Ja. Soll er sich hochleveln? Das Blut ist sogar noch feucht.
Noob. Level 3er Noob wahrscheinlich, ja? Wäre doch lieber in Novigrad geblieben oder in Wählen. Ich wollte gerade Wählen nicht anfallen. So, jetzt weiß ich auch, wo ich hinlaufe. So, es gab jetzt eine etwas längere Pause bei Witcher. Ich glaube, es waren fast 2 Monate. Ich entschuldige mich dafür, aber ihr wisst, dass wie heiß es in meinem Zimmer ist zum Aufnehmen. Jetzt gerade geht's halt. Sagen wir mal, ich habe mir einen kleinen Urlaub gegönnt. Ein Hitzeurlaub. Da kam es überraschend, dass der gleich ausholt. Aber na gut. Na gut. Dann sprint mir nach vorne. Okay. Ein paar Bambis laufen rum, wie immer. Noch ein Zyklop? Nee. Aua! Du Arschgesicht! Ja, was stimmt mit euch nicht? Das sind richtige Arschgesichter, echt? Falscher Knopf. Na, wo war der andere? Der kleine Bastard. Ja. Ja, muss ich jetzt rechts oder links? Rechts. Immer rechts. Der gute, gute Weg. Oh, die Landschaften sind in Skellig schon richtig nice. Schön. Ich mag Berge. Ich weiß nicht wieso. Voll mit Schnee. Sommer ist schon schön, ja. Kaltes Bier trinken und so. Raushocken, Musik hören. Sonnen. Aber ich habe auch nichts gegen Schnee und Winter. Ist natürlich viel schöner zu zocken, drin bleiben. PC erwärmt das ganze Zimmer. Alter, was ist denn los mit denen? Der hat sich wegteleportiert, das ist unfair. Alter, gar nicht wusste, dass die fliegen können und 20 Meter hochspringen. Wie so ein Super Saiyajin. Halt, da ist eine Kiste. Große. Aschenrune. Asche. Boah, auf Darkseiders hätte ich jetzt Bock. Asche, was siehst du? Dieses Asche immer. Asche. Asche ist sogar besser. Verstümmelung einführen. So ein Angriffsbonus wäre mal schon richtig geil. Oder einen Crit-Bonus. Die Boni sind scheiße. Am anderen habe ich über 10% Bluten, Trefferchance und Art. Ja, die Bonuserfahrung gehen mir am Arsch vorbei.
Nope. Nope. Den könnte ich aber reinballern. Da die zwei Dreier raus. Und Igni, 10%. Richtig geil. So, hier gibt es noch eine andere Truhe. Meine Bärentruhe. Haftbefehl für Hexer Gerd. Hiermit sei kundgetan, dass der als Hex Gerd bekannte Hexer schändliche Verbrechen gegen die Herzogastiara begangen hat, nämlich Beleidigung ihren herzoglichen Durchlaut, Widerstand gegen die Wachen von ihrer Gnaden, Kollaboration mit den Usurpator sowie weitere Taten, die Schaden über den Herzogastiara bringen. Wer ihm Unterschrift gewährt, gilt als Komplize seiner Verbrechen. Es ist die Pflicht jeden einzelnen Untertan der Herzogstiara, den Gesetzeshütern, welche ihn dingfest zu machen trachten, jede erdenkliche Hilfe zu gewähren auf die Ergreifung des Hexer Gerd, tot oder lebendig, wurde eine Belohnung von 300 Seebogendenaren ausgesetzt. 300 Gold. Komm, ich sag einfach 300 Gold. Im Namen ihrer Durchlaut Helena lange Haare. Was? Achso, die Helena, die hat lange Haare, okay. Erbin des Herzogtums Seebogen. Bla bla bla. Rest ist uninteressant. Also er hat einen Haftbefehl. Der Gerd. Mensch, ist der gute Gerd. Was soll man denn mit ihm machen? Und wo ist die Scheißtruhe? Hätte ja sein können, dass man da rauf muss. Oh, da kommt er gar nicht rein. Oh. Klar. Ja, das lese ich jetzt nicht. Wir haben auf jeden Fall Silberschatz gefunden. Der Schema dazu. Bauen wir Stahlschwert noch, glaube ich. Durchsucht die Ruinen des Gasthaus. Komisch, da war auch mal vorhin drin. Hätte ich gewusst, dass da was drin ist, hätte ich schon gesucht. Oh, ein Hundi. Halt, falsche Richtung. Es ist schon wieder so spät. Mensch, Geralt. Ich glaube, hier geht's nach unten. Habe ich das Gefühl. Es gibt einen Kellerweg wahrscheinlich. Ist vielleicht von unten was irgendwo reingeht? Ah, was ist denn das? Da unten ist irgendwas. Kann aber nicht aufmachen. Hä? Na gut. Wie geht's da rein? Runter. Gibt's da vielleicht eine Tür, wo ich nicht gesehen habe? Mann, bin ich blöd, Alter. Ja, schon wieder ein Haftbefehl. Komm.
ein Stahlschwert. Muss die Notizen lesen, sagt mir das Spiel. Dankeschön. Oh, ich hasse Lesen. Taucht eine Hexe auf. Okay, die Hexe hat eine Sirene. Ein Schwert eingesetzt. Blibla blu, der Rest ist mir egal. Ja, jetzt geht's zu den Sirenen. Wieder so Kackviecher, wo fliegen, ey. Ich hasse es. Keine Angst, ich werde noch die ganzen farbigen Zeichen machen. Das heißt, das Game, das Spiel, die Laufzeit des Gameplays wird über 400 Teile sein. Aber ich frage mich, ob das überhaupt Sinn hat, es aufzunehmen. Ich denke schon. Ein Hühnchen à la Curry. Mmh, Hühnchen süß-sauer. Mag ich. Gefällt mir. Na gut. Punkte, wo bringt ihr mich hin? Oh, das ist gut an diesem Scheißtrank. Den super scheißgeilen Trank. Man kann laufen, laufen und laufen. Ohne erschöpft zu werden. Ich frage mich, ob es noch mehr so geile Tränke gibt. Oh. Nur ein Absurd. Machen wir noch. Plausmutagen. Noch ein großes, ein grünes Mutagen. Okay, der Rest fehlt. Alkohol haben wir zwei. Quest brauchen wir nicht. Tränke, verbessere Waldkrauts. Kauz. Na gut. Es gibt so viele Tränke. Level Ups sind auch schon, aber wir wollten es glaube ich aufheben, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo wir ja voll sind eigentlich. Ich finde, die hätten das Level-System ein bisschen besser machen können, dass man vielleicht alles verwenden kann. Wenn man schon eine Hexe ist, dann kann man ja auch übertreiben, oder? Man sollte eh besser sein als... Ja, ihr wisst schon. Ist die Menschheit. Ich höre Wölfe. Oder Hunde. Na gut. Oh, sind Banditen. Beim Teufelsblut ist der schnell. Aua. Auge um Auge. Zahn um Zahn. So, ein kleiner Hus, wo lebt noch? Was macht der denn in der Treppe? Ah, noch Clip-Hack. Oh, bringt doch gar nicht mehr, die zu suchen. Ja.
Es ist so warm, ich kann nicht mehr reden. Oh. Oh, das war ja gar nicht die Höhle. Ich bin schlau. Hallo Ziegen! Hm, ich bekomme Ziegenmilch raus, wenn die Ziege tot ist. Was mache ich? Schneide ihr im Bauch auf und dann kommt die Milch raus. Warum kommt nicht gleich Ziegenkäse raus? So ein Feta-Käse, weißt du? Mit Oliven eingelegt schon im Glas. Blutmus. Aasgestank. Nekrophagen. Zeig mir, was du zu bieten hast. Das? Melusine, die verrückte, gefährliche Dame aus der Tiefe. Die ist hier eindeutig verehrt worden. Ach was, wirklich? Ich will nur meine Truhe, dann bin ich hier weg. Die ist bestimmt da oben. Boah, ich baller mir jetzt halt Katze rein, echt. Nein. Weißer Honig. Keine Ahnung, wo die Kiste ist. Oder das Schema halt. Nein. Ich bin vorbeigelaufen. Ja, sieht man halt so schlecht in der Dunkelheit. Ja gut, jetzt haben wir es wenigstens. Vielleicht ist hier noch eine Truhe oder so versteckt. Irgendein spezieller Loot. Hauptsache eine leere Flasche. Boah, ich stecke hier schon wieder fest. Ich hasse Höhlen. Sirenenspuren. Sehr große Sirenen. Seltsame Farbe. Das ist keine gewöhnliche Sirene. Auf dem Altar liegen die gleichen Schuppen. Der Melusine-Kult ist nicht aus dem Nichts entstanden. Die Echidna liegt schon eine Weile hier. Hat Winterschlaf gehalten, ist jetzt aber aufgewacht und hat Hunger. Na gut, machen wir die auch noch zu Ende. Jetzt habe ich zu spät V gedrückt. Armer Mann. Tief gefallen. Wer das wohl ist?
Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Teufel? Na Freunde, ihr kriegt doch euren Kampf in der Folge. Muss ich die jetzt abschießen, Alter? Mann. Ah, klar. Mit so einem Buttermesser. Na gut, haben wir es auch schon gemacht. Jetzt können wir von Kevan, wie man will, unsere Belohnung abholen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir meditieren jetzt erst noch einmal und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge.